Boah, Leute, guckt mal. Ich habe einen riesigen Pickel auf der Nase. Da werdet ihr jetzt die ganze Zeit drauf gucken. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery. Ihr wisst Bescheid, Leute. Sehr gut. Eins mit Sternchen. Ihr dürft weitermachen. Sehr gut. Ja, wir befinden uns hier im Kerkerbereich und ich glaube, in der heutigen Folge wäre es am Anfang vielleicht ganz angebracht, mal ganz kurz über das neue Update zu reden, was ich heute den ganzen Tag versucht habe abzudaten. Aber es hat nicht geklappt. Aber dank der lieben Carmen, die mir dann wieder tatkräftig unter die Arme gegriffen hat, hat es dann doch letztendlich geklappt. Und jetzt, ja, wie ihr seht, befinden wir uns wieder in Hogwarts Mystery. Und ja, ich denke, auch am Interface sieht man schon ein bisschen was an Änderungen. Und ich zeige das einmal ganz kurz im Überblick. Wir haben hier eine neue, ja, wie nennt man das? Eine neue Art und Weise, wie die Quests dargestellt werden. Wir haben hier einmal den Reiter mit den Story-Kapiteln. Wir haben hier einen Reiter mit den Nebenquests. Und wir haben einen Reiter mit Quidditch. Das heißt, das Ganze läuft jetzt über einen Reiter. Und was ich mega geil finde, Leute, guckt mal jetzt. Wir haben hier, ja, das braucht immer so ein bisschen aktuell mit dem Aufbauen, Spiel, hallo. Ja, okay, es baut sich halt noch nicht so ganz richtig auf, aber dort sieht man jetzt immer die verschiedenen Locations, wo man hin möchte, oder hin kann besser gesagt, und da muss man da einfach nur draufdrücken und kommt dann von A nach B, und ich finde diese neue Methode unglaublich schön. Noch schöner fände ich sie, wenn sie angezeigt werden würde, aber der Kaffee war wieder leer, Leute. Wir dürfen nicht zu viel von den Machern von Hogwarts Mystery erwarten, wobei da unten sind ja... Da ist so ein Zeichen und da ist auch so ein Zeichen. Ist das ernsthaft hier noch eine nicht richtig überarbeitete... Ah, nee, da ist das erste Bild. Ich bin sehr verwirrt, Leute. Wollen wir jetzt erstmal mit der ersten Aufgabe beginnen? Okay, gut, gut, dann machen wir das doch mal. Also, nochmal hier auf den Reiter und dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt erstmal damit, ein neues Manöver zu lernen. Und wir werden natürlich heute auch in der Hauptstory weitermachen, Leute. Los geht's. So, da sind wir nun wieder auf dem Quidditch-Held und ich glaube, dem ein oder anderen wird es wahrscheinlich gar nicht auffallen, Leute. Aber vielleicht fällt euch ja zum Teil auf, dass die Grafik ein bisschen anders ist. Ich habe nämlich die Grafik ein bisschen angepasst. Sie ist jetzt nicht mehr Full HD, sondern irgendwas über Full HD. Also 2000 mal 1000 schlag mich tot. Ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob das großartig auffällt. Für mich als Spieler fällt es auf jeden Fall auf. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch. Wobei, ich muss mir gerade selber mal in den Arsch treten. Ich komprimiere das ja nachher auf Full HD runter. Vergesst alles, was ich die letzten 20 Sekunden gesagt habe, Leute. Hallo Orion, du Jesus-Zwiebel. Ich bin bereit, etwas Neues zu lernen. Welches Manöver wirst du mir beibringen? Ein neues und völlig unerwartetes Manöver. Fang. Was? Was meint er mit Fang? Ey, der wirft doch jetzt hier nicht mehr... Ach so, ich dachte, der wirft jetzt hier mit Fang rum, Leute. Der arme kleine Welpe. Ja, das hätte ich aber Orion zugetraut. Und jetzt spiel ihn zurück zu mir. In Ordnung? Hast du es verstanden? Das ist mein neues Manöver? Ich soll meinen Schläger werfen? Du spielst ihn ab an deine Teamkollegen. Wir werden die Schlägerabgabe üben, bevor wir das Manöver mit dem Team üben. Und vielleicht lernen wir eine weitere Lektion auf unserer Reise. Alles klar. Ja, Orion wieder mysteriös ohne Ende, aber ja, immerhin keine 8-Stunden-Aufgabe. Let's go. Gut, dann wollen wir mal. Also ihr seht schon wieder an meiner Energieleiste, ich habe wieder ordentlich gefarmt. Es war ja zuletzt ein Riesenthema, dass ich nicht wusste, ob, ja, in der Zeit, wo ich jetzt, zuletzt Swap produziert habe, ob, oder beziehungsweise jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich hier gerade aufnehme, das neue Kapitel online ist, Kapitel 22. Und, ja, ihr habt es ja schon gesehen vorhin, es ist da, Leute. Und zwar 2 Tage, bevor mir die Folgen ausgegangen wären. Das muss man sich erstmal vorstellen. Ich hätte noch nur 2 Tage Stoff gehabt und, danach hätte ich ein Riesenproblem gehabt, dann hätte ich mir entweder ein anderes Format ausdenken müssen oder, ja, ich glaube Hogwarts Mystery auf Zwang hätte ich nicht weitergemacht, weil was hätten wir da großartig machen können, außer mit Freunden essen und quatschen und ja, das ist ehrlich gesagt keine Folge wert, finde ich, und ich denke, das sehen auch viele von euch ähnlich.
Und ja, von daher bin ich sehr froh, dass es jetzt so kurz und knapp geklappt hat. Und ich glaube, es sind sogar mehr als nur ein Kapitel dazugekommen. Ich habe sogar was von 4 Kapiteln gehört. Aber selber wissen tue ich das jetzt an der Stelle noch nicht, weil ich das wie gesagt auch nur so aus dem Community-Bereich des Spiels rausgehört habe. Aber ich hoffe mal sehr, dass das so ist, weil 4 Kapitel würden ungefähr 20 Aufgaben bedeuten und das wäre ja so ungefähr... ja, Content-Material für die nächsten 1,5 Monate. Also von daher wäre ich damit echt sehr zufrieden. Einsammeln. Hey. Es ist soweit. Lass deinen Schläger in den Himmel steigen, so wie wir es auch tun. Alles klar. Ja, ich habe zwar immer noch nicht so wirklich eine Ahnung, warum, aber... hey, es ist krass animiert worden von den Machern von Hogwarts Mystery. Also scheint es hier irgendwas Wichtiges zu sein. Als... was ist, wenn man mit diesem Schläger dem anderen Mitspieler ins Gesicht wirft? Das tut weh. Gut gemacht, Daniel. Danke, Jesus Zwiebel. Sag mir, hast du verstanden, welche Lektion wir von diesem Manöver lernen können? Den Ruhm teilen, meine Zielgenauigkeit verbessern als Team arbeiten. Ich gehe mal davon aus, dass wir besser als Team funktionieren sollen. Ja, und außerdem ist das Orions Grundintention. Er will immer das Team an erster Stelle stellen, deswegen gehe ich davon aus. Meinst du, dass Teamarbeit wichtig ist und dass ich mich auf mein Team verlassen kann? Genau, deine Stärke liegt in deinem Team und unsere Stärke liegt in dir. Ohne Einigkeit ist unser Team zum Scheitern verurteilt. Das Kind mit der Gesichtsbemalung meinte, Rivalitäten zwischen Teamkollegen können auch ihre Vorteile haben. Wer lügt denn jetzt? Freundschaftlicher Wettstreit hat seinen Zweck, aber der härteste Gegner eines jeden Quidditch-Spielers ist er oder sie selbst. Indem du deine Schläger teilst, teilst du auch die Verantwortung als Treiber. Du vereinst das Team. Wir werden diese Einigkeit in unserem Spiel gegen Slytherin brauchen. Ja, Daniel, was ist, wenn ich dem Sucher den Schläger zuwerfe, während er gerade versucht, den Schnatz zu fangen und ihn dann nicht mehr fängt? Ist das nicht eher kontraproduktiv? Ja, darauf hat er halt auch keine Antwort, Leute. Du kannst diese Einigkeit zusammen mit deinem neuen Manöver bei unserem bevorstehenden Quidditch-Training vorführen. Oh, das ist ja wundervoll. Dankeschön, Orion. Das mache ich doch mit ganz viel Motivation. Wollen wir damit jetzt schon anfangen? Ach so, das ist wieder so ein Testspiel. Nee, dann mache ich das doch lieber wahrscheinlich im Off, oder? Ich bin gerade selber am Überlegen. Ha, es gehört zur Aufgabe, Leute. Es gehört zur Aufgabe. Ja, komm, dann machen wir noch ein Quidditch-Spiel mit Daniel, dem Quidditch-Moderator. Yippie, los geht's. Guckt mal, Leute, habt ihr schon gesehen? Ich habe die Karte des Rumtreibers jetzt an mein Regal gehangen. Also in der Hoffnung, dass sie da hält. Ich weiß es nämlich nicht so genau. Kann auch gut sein, dass sie mir gleich runterkracht, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, oder wie war das? Ja, ich wollte es euch nur mal gezeigt haben. So, ich muss ja den Moderator spielen. Sorry, Murphy, ich lese dich jetzt nicht vor. Also, meine Damen und Herren, hier befinden wir uns wieder in einem neuen Freundschaftsspiel hier in Hogwarts auf dem Quidditch-Feld. Natürlich nicht in der großen Halle, weil da lässt sich Quidditch in der Regel weniger gut spielen und da sind überall Essenssachen, die natürlich nicht zum Quidditch gehören. So, und Daniel ist jetzt erstmal dabei, den Ball abzuwehren und, er hat schon direkt beim ersten Mal gefailt, also doch kein perfektes Spiel, aber dass Daniel das erfolgreich machen wird, davon gehen wir glatt aus, weil das Spiel das will. Man kann kaum verkacken bei dieser Aufgabe, Leute. Hat es jemand mal von euch geschafft da draußen? Also Real Talk, hat es irgendjemand geschafft, ohne das absichtlich zu machen, in dieser Quidditch-Spielaufgabe nicht ein erfolgreiches Spiel hinzulegen? Also kann mir keiner erzählen, dass das... also ich habe das... warte mal, also ich habe das einmal nicht geschafft, aber das lag mehr oder weniger daran, dass ich mir absolut keine Mühe gegeben habe. Ich habe es nicht mit Absicht gemacht, aber Mühe habe ich mir halt auch nicht gegeben. So, jetzt müssen wir den Schläger zuwerfen. Wenn ich das erkacke, werfe ich dem Spieler dann den Schläger an den Kopf? Irgendwie reizt mich das gerade, das auszuprobieren. Ach, Daniel, du bist so evil, obwohl du Hufflepuff bist. Klatsch! Und damit hat er seine gegnerische... nein, warte mal, das war sein Mitspieler. Damit hat Daniel seinen Mitspieler erstmal den Schläger an den Kopf geworfen. Das war auf jeden Fall nicht so gut. Der Mitspieler fällt krachend zu Boden. Und das bedeutet erstmal 3 Monate Krankenflügel. Ja, RIP. So, jetzt kommt die dritte und letzte Runde in diesem Spiel und Daniel hat komischerweise immer noch dieses kleine Herz-Tattoo. Entweder er duscht sich nicht oder es ist ein echtes Tattoo. Beides wäre sehr, sehr makaber und, wir fragen ihn einfach mal nachher, wenn dieses Spiel zu Ende ist und wir die Spieler, in der Nachrichtenkabine befragen. Wir, die Moderatoren.
Genau. So, der Klatscher von Granger hat... Ach nee, ich will das ja nicht vorlesen. So, damit haben wir das Spiel abgeschlossen, Leute. Sehr gut. Hoffentlich, oder? Doch, haben wir. So, wunderbar. Und dafür kriege ich wieder einen Energiepunkt. Kann man nie zu viele haben. So, einsammeln. Ja, Spiel, hallo? Achso. So, damit haben wir die Aufgabe jetzt endlich erledigt. Und als nächstes müssen wir uns mit André treffen. Kommt schnell in den Innenhof. Wir haben uns viel zu erzählen. Okay. Also, wenn er mir viel zu erzählen hat, dann hat das entweder was mit seiner Beziehung mit Murphy zu tun. Ach, die sind gar nicht in einer Beziehung. Ach, ich habe mir das nur eingebildet. Ach so. Vielleicht habe ich aber doch recht, Leute. Man weiß es nicht. Wir gehen jetzt erstmal allerdings auf die Hauptstory. Denn ihr seht, Kapitel 22 ist endlich freigeschaltet. Und die erste Aufgabe lautet, Dumbledores Büro besuchen und Austauschschüler treffen. Wer auch immer. Ach nee, das ist ja aus Castello Bruxo, oder? War das Castello Bruxo? Es wurde letztes Mal, glaube ich, gesagt. Wir gucken einfach mal. Ich bin mega gespannt. Vor allem, Leute, es ist ja auch so, es stand dort es stand dort Austauschschülerin. Das bedeutet, vielleicht eine potenzielle neue Liebschaft für Daniel Granger. Ich meine, er hat ja auch so wenig. So, hallo Dumbledore und... Oh, sie... Ey, die ist süß. Hey, die ist niedlich. Hallo. Tut mir leid, dass ich dich nach unserem Treffen vorhin so bald wieder rufen musste, aber ich möchte dir jemanden vorstellen. Die neue Austauschschülerin, oder? Professor McGonagall meinte, dass sie uns einander vorstellen wollen. Daniel? Achso, hä? Ey, die haben... Achso, nee, das sagt doch Dumbledore, sie zeigen nur das Bild von ihr. Das ist so verwirrend, Leute. Daniel Granger, das ist Alanza Alves. Sie ist gerade aus Castello Bruxo angekommen, der brasilianischen Zauberschule. Oh, eine Brasilianerin, Leute. Uiuiuiui. Da würde Daniel hier schon ganz hibbelig. Seht ihr die Schweißperle auf meiner Stirn runterlaufen? Nein, ich aber... Sie wird in Hogwarts den Unterricht als Sechsklässlerin besuchen. Daher ist Miss Alves in deiner Klasse. Ach, was für ein Zufall. Hola, schön, dich kennenzulernen. Ich freue mich auch, dich kennenzulernen, Alanza. Also, du bist echt süß. Was bringt dich nach Hogwarts? Wenn du diese Gelegenheit hättest, eine Schule an einem fernen Ort zu besuchen, würdest du sie nicht auch nutzen? Natürlich, jederzeit. Nein, ich liebe Hogwarts zu sehr. Schwierige Frage jetzt an der Stelle, ehrlich gesagt. Also ich würde schon mal eine andere Zauberschule gern sehen, aber das eher aus der Sicht eines Harry Potter-YouTubers, einfach weil, ja, ich da dazu Videos machen könnte und, ja, es mich auch sehr interessieren würde, wie es da aussieht. Aber ganz ehrlich, wenn ich Hogwarts-Schüler wäre oder wenn ich Daniel jetzt, also ich, wie ich hier sitze, Zauberschüler wäre und auf Hogwarts wäre, ganz ehrlich... Ich finde Hogwarts toll, ich liebe Hogwarts und ich liebe die Atmosphäre in Hogwarts. Ich brauche keine andere Schule. Von daher, nee, ich bleibe lieber in Hogwarts. Ganz ehrlich? Nein, ich liebe Hogwarts zu sehr, um auch nur ein Jahr woanders zu verbringen. Dann muss Hogwarts wirklich so toll sein, wie ich gehört habe. Es war die richtige Entscheidung, herzukommen. Du bist den ganzen Weg nach Schottland gekommen, nur weil es sich toll angehört hat? Na klar doch, für etwas Spaß bin ich jederzeit zu haben. Ihr beide habt bestimmt eine Menge Fragen füreinander. Ich hätte jetzt echt gedacht, er sagt Spaß miteinander. Ey Leute, den Spruch hätte ich mir dann nicht verkneifen können. Schade, Dumbledore. Warum nehmt ihr euch nicht etwas Zeit, um euch besser kennenzulernen, während ich den Stundenplan von Miss Alves vorbereite? Ey, sie bereiten Stundenpläne vor? Können sie meinen auch vorbereiten? Ja, alles klar, Leute. Lasst mich raten, das ist eine 8. Ach, doch nicht. Ja, voll toll, Leute. Danke dir, Hogwarts Mystery. Ja, dann wollen wir. Als ob wir jetzt davor stehen, während Dumbledore gerade ihren Stundenplan bearbeitet. Und jetzt muss ich sie vor Dumbledore kennenlernen? Das fühlt sich irgendwie falsch an vor so einem alten Mann. Weil sie ist ja auch irgendwie... Oh, sie hatte so einen süßen... Kennt ihr das? So ein, wie nennt man das? Diese Schönheitsfleck... Nee, nennt man das Schönheitsfleck?
Oder nee, Schönheitsfleck nennt man das doch. Leute, könnt ihr mir nochmal kurz sagen, wie das heißt? Ich finde das irgendwie niedlich, wenn Mädchen das haben. Ich bin auch voll der Fan von Sommersprossen jetzt. Oh mein Gott, jetzt hau ich Real Talk raus. Aber ich finde Mädchen voll süß, die Sommersprossen haben. Oder auch so diese Schönheitsfleckchen. Oder wie auch immer die heißen, Leute. Ihr wisst ja, was ich meine, denke ich. Ich mag das toll. Das macht ein Gesicht interessant, meiner Meinung nach. Was nicht heißt, dass Leute, die das nicht haben, nicht schön sind. Aber das ist halt so meine persönliche Vorliebe. Ja, auch wenn es niemand von euch interessiert, weil ihr mich alle scheiße hässlich findet. Ich weiß, Leute, ich weiß. So, sprechen. So, dann nochmal wundern. Und dann sind wir, na, noch nicht ganz, informieren. Ach, verdammt, jetzt habe ich mich wieder verklickt. Doofes Spiel. Naja, egal. Wir haben die Aufgabe geschafft und kriegen nochmal 50 Münzen. Dankeschön dafür. Aha. Schön zu sehen, dass ihr euch versteht. Scheinbar war es die richtige Entscheidung, dich als Betreuer in Hogwarts für Miss Alves auszuwählen. Was? Oh, das ist ja wundervoll. Ich, Daniel Granger, werde mit Miss Alves, Penny und Kiara zusammen Zeit verbringen. Worin das wohl enden wird? Oh, das wird toll, Leute. Also, ich will ja nicht sagen, dass ich unentschlossen bin, aber ich würde gerne... Ich weiß nicht mehr, wie sie mit Vornamen heißt, in meine engere Liste an, süßen Mädchen setzen, die ich eventuell daten wollen würde. Wäre das okay, Leute? Oder wäre das moralisch nicht akzeptabel? Nee, ich denke, das ist in Ordnung, Leute. Sie haben mich als was ausgewählt, Professor? Ich möchte, dass du Miss Alves in Hogwarts herumführst und sie mit ihren Klassenkameraden und Lehrern bekannt machst. Boah, hat die ein Glück, dass die Rowan nicht kennenlernt. Hilf ihr, sich einzuleben und sich an das Leben in Hogwarts zu gewöhnen. Nichts lieber als das. Das wäre eine riesige Hilfe. Mein Orientierungssinn ist schrecklich. Oh, das heißt, wenn ich dich an einen ganz verlassenen Ort führe, weißt du nicht mehr, wie es da weggeht? Also, alles klar, okay. Als ich in der ersten Klasse war, habe ich mich eine Woche lang im Dschungel um Schloss Castello Bruxo herum verlaufen. Oh, das ist mega geil, Leute. Stellt euch mal vor, ihr würdet rausgehen aus der Zauberschule und da steht kein Wald mit bösartigen Riesenspinnen, sondern ein Dschungel mit bösartigen Riesenspinnen. Das ist ja der Wahnsinn. Außer Regen und Ameisen hatte ich nichts zu essen und zu trinken. Hey, das gibt's bei uns jeden Tag. Oh. Wobei Ameisen gar nicht so übel sind, wenn man sich an das Knacken gewöhnt. Ich halte es für ein Gerücht, dass Ameisen knacken. Oder? Das interessiert mich jetzt. Ich soll Alanza? Ah, so heißt sie ja mit vorne. Daniel, bitte merken, sonst glaubt dir keiner, dass sie deine Liebhaberin ist. Ich soll Alanza also helfen, sich in Hogwarts einzuleben? Genau. Das ist eine große Verantwortung, aber möglicherweise genau das, was du gerade brauchst. Oh, Dumbledore, wenn sie wüssten, ey, ich brauch's dringend, ey. Was denkst du? Möchtest du Miss Alves Hogwarts zeigen? Ich möchte sie gerne herumführen, ich bin keine gute Gesellschaft. Ja, natürlich will ich sie herumführen. Oh Gott, Leute. Ich bin gerne bereit, Alanza Hogwarts, in Hogwarts herumzuführen. Außerdem ist das eine gute Gelegenheit, sie kennenzulernen und mehr über Castello Bruxo zu erfahren. Oh mein Gott, Leute, wird das endlich unsere mitunter... Ja, nicht die erste Quelle, aber einer der ersten Quellen sein, wo man Informationen über Castello Bruxo erfährt? Das wäre der Wahnsinn. Das fände ich mega geil. Also klar, man muss sagen, das Spiel ist nicht so 100% Kanon, aber wenn da jetzt zum Beispiel gesagt wird, Castello Bruxo hat 500 Schüler... Dann würde ich das glatt als Kanon werten, weil wir keine bessere Info darüber haben. Aber das mit dem Kanon ist eh so eine subjektive Geschichte, deswegen meine Meinung ist da nicht der Maßstab, Leute. Außerdem kann ich die Ablenkung gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Sonst freue ich mich wieder zu sehr über Rowan und dann kriege ich Ärger von meiner Community, der DA. Oder auch nicht, von manchen zumindest. Das freut mich. Ich glaube, das wird euch beiden gut tun. Obrigado, Daniel. Ich kann es kaum erwarten. Habe ich das gerade richtig ausgesprochen, Leute? Ich habe keine Ahnung. Also, wo sollen wir anfangen? Ich wollte mich mit meinem Freund Talbot und Bedir auf dem Trainingsgelände treffen. Nein, wolltest du nicht, Daniel Granger. Du wolltest dich mit Penny und Kiara und ihr treffen. Warum fangen wir unsere Tour nicht dort an?
Ja, dann halt das, Leute. So viel zum Thema, erlebe dein eigenes Hogwarts-Abenteuer. Ja, ja, klar, Hogwarts Mystery. Ich will mit Benny und Chiara und ihr was machen und nicht mit Bedia und Toll. Ja, sind zwar beide nett, aber ich könnte mir jetzt was Besseres vorstellen. Bedia und Talbot besuchen. Talbot und ich warten jetzt auf dem Trainingsgelände. Wir haben immer noch einiges zu besprechen. Alles klar. Ja, Leute, das bedeutet, wir werden in der nächsten Folge weitermachen. Weil ich muss jetzt auch ein bisschen drauf aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel Content in eine Folge packe. Die Folgen sollen nach Möglichkeit, ja, die 20 Minuten ankratzen. Das ist so meine persönliche Intention dahinter. Aber ja, wenn es zu viel wird, wie letztens zum Beispiel, da kamen ja mehrere fast 30 Minuten Folgen. Und ja, das ist aktuell, weil ich halt so gegen Ende laufe, echt gar nicht so einfach umzusetzen. Deswegen, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo auf meinem Logo hier an der Seite. Und ja, Leute, mir fällt echt ein Stein von Herzen, dass die Kapitel endlich weitergehen. Oh mein Gott. Ja, und damit wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal, Leute. Ich mache mir jetzt eine Limo. Ja, genau, eine Limo. Ciao, Leute.